Der Seoner See liegt in der reizvollen Voralpenlandschaft des Chiemgaus. Das in unmittelbarer Nähe zur Klosterinsel befindliche Naturschutzgebiet ist eine malerische Seenlandschaft, geprägt durch den Wechsel von Verlandungszonen und Streuwiesen. Seon war ein uralter Sitz der Kelten und Römer. Urkundlich erwähnt wurde die Insel erstmalig im Jahre 994 mit der Gründung des Benediktinerklosters. Seebruck am Chiemsee wurde schon zu Zeiten der Römer als Badeort genutzt. Die Landschaft um den Chiemsee, der Chiemgau, ist eines der beliebtesten Erholungsgebiete Bayerns. Die gesamte Gästebettenzahl aller Gemeinden rund um den See wird auf weit über 14.000 geschätzt. Der Seeblick und das Bergpanorama von den Berchtesgadener Alpen bis hin zum Wendelstein erhebt Seebruck zum Logenplatz am Chiemsee. Malerisch, am Südende des Starnberger Sees gelegen, hat sich Seeshaupt zu einem quirligen Ort mit hoher Lebensqualität entwickelt. Das bunte Freizeitleben am See findet sein erholsames Pendant in der naturgeschützten Moorlandschaft der direkten Nachbarschaft. Es ist nicht der großartige Seeblick allein, sondern auch das Nebeneinander von Altehrwürdigem und Modernem und die unzähligen Möglichkeiten der Umgestaltung, was den besonderen Reiz dieser Immobilie ausmacht.